Hallo zusammen, habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum euer Maschenanschlag, zum Beispiel so wie hier, anders aussieht als zum Beispiel so ein Anschlag? Mir ist es mal aufgefallen, dass bei vor allem gekauften Pullis oder ähnlichem der Anschlag immer so aussieht und mir war nie klar, wie das funktioniert, warum der anders aussieht. Hier sieht man immer, wo die Maschen angeschlagen worden sind. Hier ist immer so diese Schlingen hier am Anfang. Während hier sieht es einfach aus, als ob die Maschen einfach von der Seite hinten dran um die Kante rum nach vorne kommen. Das liegt daran, das hier ist ein Schlauchanschlag, das ist ein herkömmlicher Anschlag. Und wie der Schlauchanschlag geht, das zeige ich euch jetzt. So, ich beginne damit, dass ihr Maschen anschlagt in einer anderen Farbe und einer anderen Wolle, als ihr später verwenden wollt. Und ihr schlagt auch nur halb so viele Maschen an, wie ihr später braucht. Ja, also wenn wir jetzt mal später 20 Maschen haben wollen, schlage ich jetzt gerade mal 10 an. So, hier können wir abschneiden, das braucht er nimmer. Ich mache gern hier nochmal einen Knoten rein, dass die Maschen sich nicht so arg aufziehen. So, dann nehmt ihr die Wolle, mit der ihr stricken wollt. Strickt dann 4 Reihen glatt rechts hoch und beginnen tut ihr mit einer Reihe linke Maschen. So, also alle Maschen ohne Randmasche, einfach alles links stricken. So, das ist die erste Reihe links. Dann ganz normal noch eine Reihe rechts, noch eine Reihe links und noch eine Reihe rechts. So, das sind 4 Reihen. Und jetzt kommen wir zu dem Schritt, wo sich oh Magic die Maschenanzahl wieder verdoppelt. Ihr beginnt auf der linken Seite und ihr strickt die allererste Masche links. So, dann schaut ihr bitte hier, wo die Schlinge von der Hauptfarbe, also von dem Faden hier, die erste Schlinge in der untersten Reihe ist. Hier, in die stecht ihr von oben nach unten ein, hebt die hoch und setzt sie auf die linke Nadel. Dann strickt ihr den Bogen rechts. Und dann faltet sich hier so das untere Teil quasi so nach oben und bildet dann so einen Schlauch. Deswegen heißt es auch Schlauchanschlag. Und hier sehe ich gerade, so, die nächste Masche wieder links. Und dann wieder hier den nächsten Bogen nehmen, von oben nach unten einstechen, hochziehen, auf die linke Nadel setzen und rechts stricken. Nächste Masche regulär wieder links. Und dann habt ihr hier wieder den Bogen. Na, komm her. Hochziehen, auf die linke Nadel, rechts stricken. Ja, und jetzt seht ihr hier, dass sich das so schließt. So, und am Ende der Reihe können wir dann das fertige Ergebnis sehen. Also abwechselnd immer eine linke Masche von der linken Nadel und eine Schlinge von der unteren Kante rechts. Links und die letzte Schlinge. Na, komm her.
So. Die letzte Masche wieder links stricken. So, dann sieht das Ganze so aus. Ihr seht auf beider Seite immer nur die rechten Maschen, weil ihr quasi immer links, rechts im Wechsel gestrickt habt. Ja? Ihr habt jetzt hier auch quasi automatisch ein Rippenmuster, nämlich rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und mit dem Rippenmuster strickt er dann einfach weiter hoch. Und dadurch, dass wir jetzt von unten die Maschen immer aufgenommen haben, haben wir jetzt auch die doppelte Anzahl. Also wenn ihr jetzt hier zählt, sind es nicht mehr 10, sondern beinahe 20. Und mit dem Rippenmuster könnt ihr jetzt euer Bündchen fertig stricken, so hoch wie ihr es haben wollt. Wobei ihr die ersten 4 Reihen, die ihr gestrickt habt, nur als 2 zählt, weil die ja quasi einmal umgeklappt worden sind, also von der Höhe her quasi halbiert. Die scheinen hier nur wie 2. Gut, ich zeige euch jetzt noch, was ihr machen könnt, wenn ihr nicht eins rechts, eins links stricken wollt, sondern 2 rechts, 2 links. In dem Fall geht er nämlich ein bisschen anders vor. Ihr schließt euren Schlauch, wie gerade eben gezeigt auch. Daran ändert sich nichts. So, komm her. Okay. So, und jetzt habt ihr ja, wie gesagt, eins rechts, eins links. Das müsst ihr jetzt ändern. Ihr strickt die erste Masche, wie sie erscheint. Das war dann später die Randmasche. Dann strickt ihr die nächste auch so, wie sie erscheint. Das wäre dann eine linke. Und jetzt müsst ihr quasi die linke hier erstmal stricken. Dann nehmt ihr die mal runter. Dann legt ihr den Faden vorne dran. Die könnt ihr wieder draufsetzen, damit sie nicht runterrutscht. Und dann strickt ihr jetzt nicht die hier, sondern erst die darauf folgende hier, die linke. Links, wie sich's gehört. So, links. Dann lasst ihr die rechte, die ihr noch nicht gestrickt habt, und die gerade gestrickte linke beide runterrutschen von der linken Nadel. Und holt euch die nicht gestrickte rechte einfach noch mal kurz auf die Nadel drauf. Die strickt ihr jetzt rechts. Dann habt ihr quasi eine linke und eine rechte. Die beiden habt ihr jetzt von der Reihenfolge her getauscht. So, die nächste strickt ihr wieder normal rechts. Die darauf folgende wieder normal links. Dann habt ihr hier Randmasche, 2 linke, 2 rechte, eine linke. Jetzt käme wieder eine linke, das heißt, ihr müsst die und die Masche wieder tauschen. Ihr hebt die rechte kurz runter, macht den Faden vorne dran, setzt die rechte wieder drauf und strickt die hier links. So, genau. Lasst beide runterrutschen, fangt die rechte aber gleich wieder auf, strickt die und die nächste ganz normal stricken. Die linke wieder normal stricken und dann wieder tauschen. Ihr könnt auch, wenn ihr mit einer Zopfnadel umgehen könnt, könnt ihr auch die eine rechte Masche, Moment, ich zeige es euch gleich, welche. Wenn ihr mit einer Zopfnadel umgehen könnt, könnt ihr auch die rechte Masche auf einer Zopfnadel nach vorne legen und die dann ganz normal stricken
Ja? Ihr könnt es auch, wenn das ganz vorsichtig macht und nicht zu stark zieht, könnt das auch so machen. Dann die halt wieder hochnehmen, stricken und gut ist. So. Wenn es hier hinten von der Anzahl her nicht ganz aufgeht, wenn da eine fehlt, weil eben bei diesem Schlauchanschlag quasi immer links und rechts am Rand eine halbe Masche quasi verloren geht, dann könnt ihr hier auch einfach aus dem Mittelteil nochmal eine linke stricken, die nächste links stricken und das hier wieder wie eine Randmasche. Dann habt ihr hier zwei rechts, zwei links. Und da könnt ihr das Bündchen auch so weit hochstricken, wie ihr es braucht. Ganz am Schluss macht ihr dann die Farbe, die da nicht reingehört, raus, indem ihr einfach vorsichtig da so dazwischen geht und so aufschneidet. Die Teile dann die Fitzel rauszieht. Und dann habt ihr so einen schönen Anschlag, wo die Maschen so aussehen, als ob sie einfach drumherum kullern und auf der anderen Seite weitergehen. Der sogenannte Schlauchanschlag. Der Vorteil ist, der ist auch normalerweise sehr, sehr schön dehnbar. Deswegen ist es gar nicht blöd, wenn er wirklich auch die Hälfte anschlagt, weil der eigentlich sehr gut nachgibt. Okay, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.